Was geht ab, Leute? Heute ist wieder ein bisschen Bastelstunde. Mädchen und ich, wir haben wieder Tine mit dabei. Tine, was hast du für uns vorbereitet? Ja, wir basteln heute einen tollen Schnüffelteppich. Cool. Leute, wir sind's wieder, Tine und Massi, und wir werden heute einen Schnüffelteppich basteln. Tine, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür ganz einfach ein paar Fließdecken, wir brauchen eine Spülbeckeneinlage, eine Schere zum Schneiden und ein paar Leckerlis. Und das war's. Cool, dann lass uns loslegen. Ja. Im ersten Schritt habe ich die große Fließdecke erstmal in ein kleineres Rechteck geschnitten. Es ist ein bisschen handlicher, um auf dem Tisch zu arbeiten, um die Streifen dann zu schneiden. Wir fangen an mit ein paar Zentimetern. Ich nutze immer so ungefähr 5 cm breit und gehe so in die 30 cm lang. Und damit würde ich jetzt auch starten. Da fange ich mal an. Genau, da kannst du mir gerne helfen. Dafür brauchen wir eigentlich nur die Schere und würde dann in ungefähren 5 cm dann anfangen, die Streifen zu schneiden. Das wiederholen wir dann sehr, sehr häufig, weil wir wirklich ganz viele Streifen brauchen. Dafür braucht man jetzt nicht so lange, aber was wirklich zeitintensiv ist, ist das Knüpfen. Und dafür brauchen wir diese Spülbeckeneinlage. Da würde ich jetzt beim ersten Streifen dann auch erstmal als kleinen Tipp, würde ich einmal vorknüpfen, um einfach zu schauen, ob die Länge auch so passt, wie ihr sie gerne haben möchtet. Da setzt man einfach einen Knoten an, zieht es einmal kurz fest und schaut dann, ob die Länge passt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Länge würde ich jetzt auch als Basis nehmen, um dann die weiteren Streifen zu schneiden. Cool. Und vor allen Dingen, wenn dann der Schnüffelteppich ein bisschen vollgesabbert ist, kann man den auch wahrscheinlich ganz gut waschen, oder? Ja, genau. Also dadurch, dass das ganz normale Fließdecken sind, ich klopfe ihn manchmal aus, wenn dann Leckerli-Reste noch drin hängen. Den Hund oder den Schnüffelteppich? Den Schnüffelteppich. Schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet. Ich würde dir jetzt einfach ein paar geben, damit wir dann anfangen können, weil man braucht schon für so einen Teppich ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Also nicht nur sinnvolle Beschäftigung für den Hund, sondern auch für dich, ja? Genau. Cool. Abends auf der Couch kann man sich da gut beschäftigen. Also ich wechsle immer die Farben verschieden ab, dass man da einfach so eine Farbenvielfalt reinbekommt und genau. Du hast ja auch einen Australian Shepherd, das ist ja eine super Beschäftigung für sie, oder? Genau, also sie schnüffelt total gerne und ist auch super als Auslastung, wenn man jetzt bei der kalten Jahreszeit nicht unbedingt draußen die Zeit verbringen möchte, ist es super, diesen Schnüffelteppich aus der Schublade zu ziehen, den Hund auszulasten. Und jetzt gerade, wo Weihnachten ja auch vor der Tür steht, Hammergeschenk, ist es ein tolles Geschenk, was man seinem eigenen Vierbeiner dann unter den Baum legen kann. Dann weiß ich schon mal, was ich für Mädchen basteln werde. Genau. Cool. Ist das Ding fertig. Genau, so schnell geht's. Super. Und wenn du mir jetzt noch ein paar Leckerlis reichst, können wir die verstecken und es gleich austesten. Super. Also wirklich ein tolles Geschenk für Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß auch beim Nachbasteln. Habt ihr keine Lust darauf, das Ding hier nachzubasteln? Dann könnt ihr diesen tollen Schnüffelteppich gewinnen. Zusammen mit einem 50-Euro-Gutschein von Zoo Royal. Dafür müsst ihr nur unten in den Kommentaren reinschreiben, warum gerade ihr und euer Hund euch darüber freut. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit um 17 Uhr. Vielen Dank, Tine. Vielen Sehr gerne. Dank für so eine coole Idee. Dann werden wir losschnüffeln, ne? Tschüss.